Fühlst du dich hin und wieder verloren? Suchst du immer wieder nach dem Sinn des Lebens? Stellst du dir öfter die Frage, wer bin ich eigentlich? Fühlst du dich auch manchmal überfordert und möchtest zu viele Dinge gleichzeitig? Möchtest du raus aus diesem Hamsterrad? Möchtest du Dinge in deinem Leben tun, die dir wirklich Spaß machen und dich erfüllen? All diese Fragen habe ich mir auch schon des Öfteren gestellt, und viele mehr. Ich habe einen Weg gefunden, mich besser zu verstehen. Back to the roots, zu mir selbst. Mir geht es mental viel besser, mein Kopf kommt zur Ruhe und wird klarer. Ich verstehe mich selbst besser. Aber nun, first things first. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mit auf meine eigene kleine Reise. Dieser Weg ist mein Weg, und vielleicht hilft er auch dir und begleitet dich ein Stück. Mein Ziel ist es, anderen Menschen zu helfen, sie zu motivieren, Anreize zu geben und ihnen sagen, dass sie mit all dem nicht alleine sind. Für viele Menschen bewirkte es tatsächlich den Wandel vom sich verloren fühlen zum sich finden und schenkte ihnen die Erlaubnis, wieder sie selbst zu sein. Humandesign ist keine Garantie für Glück, und es beseitigt auch nicht die Herausforderungen und Schmerzen des normalen Lebens. Dennoch kann es dich auf deinem Lebensweg positiv unterstützen. Die Antworten auf deine Fragen liegen in unserem Inneren bereit. Diese Antworten sind detailliert dargestellt in einem Design oder Bauplan. Man nennt es Humandesign. Diese Methode verbindet moderne wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik und der Genetik mit alten Weisheitssystemen der Menschheit, wie dem I Ching, der Kabbala und der Astrologie. Anhand der Geburtsdaten wird eine Körpergrafik erstellt, die das individuelle Energiesystem eines Menschen abbildet. Dieses Design stellt einen Plan deiner Persönlichkeit dar. Ich habe es selbst getestet und konnte nicht glauben, wie gut es mich und mein Inneres beschrieben hat. Ich musste lachen und war so begeistert davon. Als könnte dich jemand lesen. Als hätte dich jemand erschaffen. Vielleicht ist es ja auch so. Trotzdem bist du ein Individuum, da dein Stammbaum schon auch eine wichtige Rolle spielt, wieso du heute so bist, wie du bist. Hier geht es nicht um irgendein New Age-Konzept. Die Genauigkeit des Humandesign ist so bestechend wie zeitlos. Es handelt sich um keine Philosophie und keinen Glauben, sondern um eine Tatsache, deren Wurzeln in der Wissenschaft liegen und die mit ihrer Kraft für sich selbst spricht. Es ist auch keine Anziehung oder Manifestation von Wünschen oder Sehnsüchten dafür erforderlich. Es braucht keine Bitten, keine Visualisierung oder positives Denken, denn die Wahrheit, die darin liegt, ist bereits in uns vorhanden. Die Wahrheit liegt in unserem Inneren. Dein einzigartiges Design enthält alle Bestandteile, die dich zu dem Menschen machen, der du bist. Es zeigt dein eigentliches Wesen und wie du tickst. Es stellt im Einzelnen dar, mit welchen Menschen du zusammenpasst und welche Umgebung das Beste aus dir hervorholt. Es deckt deine wahre grundlegende Natur auf, deine Charakterzüge, Stärken, Schwächen, Fähigkeiten und vieles mehr. Es erinnert dich an die Bedürfnisse und Gefühle, die du gern wahrnehmen würdest oder gegen die du dich wehrst. Es erklärt, wie du Entscheidungen treffen kannst, die Glück und Erfüllung unterstützen. Sobald du dein Design, dein wahres Ich, wiederentdeckt hast, wirst du merken, wie in allen Bereichen deines Lebens etwas in Bewegung kommt. Unter anderem zeigt es dir, warum man sich von bestimmten Menschen angezogen und von anderen abgestoßen fühlt. Durch Humandesign können wir lernen, uns gegenseitig auf einer viel tieferen Ebene zu verstehen und können dadurch zu effektiveren, einfühlsameren Eltern, Freunden, Liebespartnern oder Kollegen werden. Es ist die logischste, aktuellste und klarste Einsicht in das eigene Selbst, die es überhaupt geben kann.
Human Design passt perfekt in diese Zeit der Veränderung. Es ermutigt uns, uns selbst kennenzulernen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, wer wir sind. Du kannst dein eigenes Chart kostenlos erstellen und dir runterladen. In der Beschreibung erkläre ich dir, wie das funktioniert. Um dein Chart lesen zu können, brauchst du entweder ein Human Design Buch, einen Analytiker, oder du schickst es mir und ich lasse dir die entscheidenden Passagen zukommen. Den Link zu einem Buch packe ich dir auch in meine Beschreibung unten rein. Da jeder Mensch einzigartig und jedes Chart deswegen individuell ist, kann ich dir in diesem Video nicht den direkten Weg zu dir selbst aufzeigen. Ich hoffe jedoch, dass ich dich inspirieren konnte und du so zu dir selbst finden kannst. Abonniere unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Lass gerne noch einen Daumen nach oben da, wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.